Hases Papiertheater präsentiert Die kleine Meerjungfrau nach dem Märchen von Hans Christian Andersen. Tief unten im Meer ist das Reich des Meerkönigs. Wer ist der Herrscher des Meervolkes, der Nixen und Wassermänner? Äußerlich sehen sie genauso wie Menschen aus, bis auf den Fischschwanz, den sie anstelle der Beine besitzen. Sein ganzer Stolz sind die Meerprinzessinnen, seine Töchter. Und die jüngste ist die schönste von allen. Als sie 15 Jahre alt wird, darf sie zum Meeresspiegel emporsteigen. Da sieht sie ein Schiff ruhig auf den Wellen liegen. Und als sie in die Kajütenfenster hineinblickt, sieht sie einen jungen, wunderschönen Prinzen und viele elegante Menschen, die ein Fest feiern. Ihm zu Ehren veranstaltet man ein großes Feuerwerk. Da kommt ein Sturm auf und das Schiff gerät in Seenot. Und plötzlich geschieht es, dass der junge Prinz über Bord geht und versinkt. Die kleine Meerjungfrau schwimmt eilends zu ihm hin, rettet ihn und bringt den Bewusstlosen ans sichere Ufer. Schon ist es um sie geschehen. Sie verliebt sich in den Prinzen. Sie will nun so schnell wie möglich ihren Fischschwanz loswerden und stattdessen schöne Beine haben wie eine Menschenfrau. Die Meerhexe ist bereit, der Meerjungfrau diesen Wunsch zu erfüllen, doch nur unter der Bedingung, dass sie ihre Stimme dafür opfert. Außerdem muss sie sterben, wenn der Prinz nicht sie, sondern eine andere Frau heiratet. Die Meerjungfrau kann mit ihren wunderschönen Beinen anmutig tanzen. Der Prinz verliebt sich in sie, ohne zu wissen, dass sie ihm auch das Leben gerettet hat. Er erinnert sich nur an eine andere Frau, die bei ihm war, als er aus der Ohnmacht erwachte. Sie will er heiraten, weil er sie irrtümlicherweise für seine Retterin hält. Bei der Hochzeitsreise ist die kleine Meerjungfrau mit an Bord des Schiffes, aber nicht als Braut, sondern nur als Dienerin. Da tauchen ihre Schwestern aus dem Meer empor, mit kahlen Köpfen, weil sie ihre langen Haare der Meerhexe geopfert haben. Die letzte Rettung besteht für die Meerjungfrau darin, den Prinzen zu töten. Sie tut es aber nicht. Und dann geschieht etwas Außergewöhnliches.